Ja, ich wollte schon immer mal beim Zirkus arbeiten und ich dachte mir jetzt einfach mal den guten Kutaro nehmen und hier mal ein paar nette Aufgaben erledigen. Mittlerweile bin ich Stufe 26 auf einem guten Weg zu Stufe 27, habe meine ersten Instanzen hinter mir und die Aufnahme davon ist leider nicht so toll geworden, deswegen habe ich einfach mal die Twitch, beziehungsweise, Entschuldigung, die Hitbox-Aufnahme hochgeladen. Ich bin in dieser schönen Zone von dieser wunderbaren Nguyen, wie auch immer wir genannt werden, Hauptstadt. Die ist echt geil und die zeigen wir euch nachher auch nochmal, beziehungsweise ich zeige es euch nochmal ein bisschen dann von innen. Ist also wirklich sehr imposant gebaut, auch innen drin richtig cool gemacht und da kann sich schon das ein oder andere Spiel tatsächlich mal ein bisschen was davon abschneiden. So, wahrscheinlich muss ich jetzt sowieso wird alles hier durch die Gegend schreddeln, kaputt machen, putt hauen, wie auch immer. Ich habe das Problem, wenn ich rede, dann lese ich weniger, dementsprechend muss ich mal gucken. Besiege Zitterling der Weber. Keine Ahnung, wo das ist. Die 5 ist. Besiege Eisen, Schrott, Schleime und Kanalisationslecker. Das ist da unten. Das ist das, wo die ganzen Jungs und Mädels hier so schon am Rumfleckeln sind. Zum Glück ist ja der Respawn nicht weit. Das Coole ist, ich habe eine Fähigkeit. Wir ziehen erstmal alles ran hier. Zack, machen dann AE. Zack. Und dann hauen wir noch ein bisschen drauf. Außerdem heile ich mich mittlerweile sehr gut. Hilft alles nicht so hundertprozentig, wenn ich nicht meinen Kampfesgefährten mit draußen habe. Den ich nämlich nicht draußen, was ich gerade sehe. Den hinten gleich. Der hat von mir eine Rüstungsspinne bekommen. Im Übrigen, mein dieser kleine Snowpaw hier hat auch eine Rüstung, mittlerweile. Sieht echt schick aus, der kleine Kerl. Und die Kreaturen werden langsam ein bisschen heftiger, muss ich sagen. Also, die werden schwerer, definitiv. Ich schicke mal weg. Hol mal einen kleinen Wolf raus. Nicht den Wolf, aber den Wolf halt hier. Und den muss ich gleich noch buffen, den Wolf. Auch da habe ich eine Fähigkeit bekommen. Voll weggeholt. Hat sie das getan, hat sie das getan. Das, obwohl die Qs am Abend immer der größte Scheiß sind. Bleibst jetzt. Boah, der ist auf aggressiv gestellt. So, Hund kriegt erst ein bisschen Buff. Bisschen mehr Hitpoints. So. Bisschen auch mal hier reingeskillt. Ja, der ist auf aggressiv gestellt, dementsprechend fällt der alles um, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Andere Sachen denkt man sich dabei auch wieder. Ich meine, ich will auch Sachen bei drei. Ah, das respawnt ja, wie blöd hier. Ruf da. Mach's weg. Den Dreck. Ja, noch ein bisschen, komm. Und jetzt mal ganz kurz hier. Raus. Nein, komm her. Komm zu mir, folgen. Nicht standby, folgen. So, und mal kurz heilen. Komm, Vauzi, wo ist mein Vauzi? Da ist mein Vauzi. Braves Vauzi, liebes Vauzi. Oh, bist du ein Hübscher. Oh, du bist ein Guter. Ja. Habe ich dich eigentlich schon umbenannt? Nö, können wir machen. Reißzahn nehmen wir dich einfach. So. Und ich mit S schreiben, weil sonst ist es ein Reißzahn. Oh. Ungültiger Name. Mist. Wahrscheinlich wegen dem Sonderzeichen. Umbenennen. Rotauge ist doof. Red Eye. White Fur. White Paw. Black Paw. Hechler. Hechler und Koch. nein. ja, aber nicht Ghost, weil Herr der Ringe sagt ja schon Game of Thrones. Wir nennen jetzt Ghost Main. So. Meine kleine Geistermähne und ich gehen jetzt wieder zurück. Der darf auch gleich wieder auf. Geht auch auf aggressiv, defensiv, Folger, Standby. Was ist Standby? Standby ist wahrscheinlich sowas wie Assist, denke ich mal. Guck mal gerade. Nee, Standby ist einfach nur Standby. Ja, dann gehst du jetzt auch. Da war noch ein defensiver Modus. Gut, dann verteidigt er mich wahrscheinlich. Wenn ich angegriffen werde, ist ja der logische Schritt. So, nochmal looten. Oh, cool, extra Fortschritt, immer etwas. Gut, das muss ich noch machen hier, nachdem ich jetzt die Kanalisation gesäubert habe. Ich muss Richtung 1 laufen. Besiege Elendsbürger, ja, genau. Ich besiege natürlich wieder Elendsbürger. Weil ich muss ja aufräumen. Man kann ja vor der Stadt nicht dulden, dass hier Gesocks herumliegt und sich in den Slums breit macht. Das fühlt sich so ein bisschen nach Brasilien an jetzt momentan. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Ich lese die Quest nicht durch. Kann das sein, dass es einen ganz natürlichen Grund hat, aber in der Regel ist es eigentlich nicht der Fall. Naja. Großbanditen-Zauberer. Nein, Gradbanditen-Zauberer. Nicht Großbanditen-Zauberer. Ich wollte ihn auch mal wieder buffen. Nicht nur meine Mähne. Also, Elendsviertel kriegt hier wieder. Den brauche ich sowieso. Moment. Drufter. Ansonsten gleiche Schema wie immer. Es gibt ein paar sehr schöne Quests. Die habe ich jetzt leider auch größtenteils nicht aufgenommen. Eine ist ziemlich doof, oder zwei sind ziemlich doof, da muss man ziemlich lange warten, bis der Mob oder der Mob-Boss kommt, nämlich einmal eine Hafenkönigin und einmal ein Goblin, irgendwas, so ähnliches halt auch in der Art. Und da bildet man am besten eine Schlachtgruppe, wenn ihr da mal so weit sein solltet. Und dann müsst ihr halt warten. Da
Da habe ich 10 bis 15 Minuten gewartet, bis er aufgetaucht ist, haben wir platt gehauen und hatten unsere Quest, ja. Aber es war halt nicht so Juhu-Fallera. So, dann die 4. Die ist auch hier in der Richtung irgendwo. Dann muss man runter. Und zwar ist das die besiege Schrottsortierer. So, Schrottsortierer. Oh, das ist eine Kiste. Eine Kiste. Da kann was drin sein. Meistens nur Schrott, aber ich mach's trotzdem mal kaputt. Ja, oder es explodiert. Ganz toll. Was war hier? 4? Die 4 ist, glaube ich, dahinter. Hier so. Da irgendwo. Hüpf. Ach, der hier. Schrott raus ist der Aussortierer. Da haben wir doch. Komm her, du. Geselle. Hühner Schrecke, wie man so schön sagt. Angezogen. Ah, eh gemacht. Hoffen, dass mein Wolf noch irgendwo runterkommt, weil ich mich jetzt gerade mal gebrauchen. Das muss dann. Ja. Mal reinsäbeln. Ja, ja. Rufe Hundi. Ah, muss ich wieder rufen. Okay. Wiiwi. So, ansonsten ist es wirklich größtenteils halt immer so, kille dies, kille jenes, hole das, hole jenes. Aber halt schöne Szene gesetzt. Also ich finde es auch sehr schön, dass hier hinten zum Beispiel die Abwasserkanäle aus der Stadt hier runter in den Burggraben oder in den See fließen. Dann haben die außenliegenden Bauern unglaublich viele Probleme, denen man helfen muss. Das sind meistens die Probleme, die man kennt. Haut drauf, sammelt einfach weg. Aber das zeigt so, da sind drei Farben drumherum und alle haben Probleme und alle haben die gleichen Probleme noch dazu. So, mal ganz kurz ein bisschen was essen hier. Damit wir uns eine Regeneration ankurbeln können. Auch bei diesem Spiel ist irgendwie alles mit Micromanagement verbunden. Iss, trink, spiel Gitarre, was auch immer. Du kannst dann irgendwie noch kräftig mehrere Minuten draufhauen. So, also ich spiele so gerade wie der letzte Henker. So, er hier auch mit der Gitarre. Schattenläufer 32. Auch einer wie ich. Nur halt ein bisschen höher von der Stufe. Das macht aber nichts. Da kommen wir auch noch hin. Sind auf guten Weg. 26, wie gesagt. Gilde wird gerade ein bisschen aufgestockt wieder. Bin in der englischen Gilde immer noch. Falls das nicht rübergekommen sein sollte in den letzten Folgen. Bevorzuge ich wirklich. Macht auch mehr Spaß. Ah, hier. Er hier. Ja, jetzt muss ich warten, bis hier wieder was respawnt. Die sind nämlich doch ein bisschen eher dezent aufgestellt. Hier, da ist wieder eine. Aber lieber als da vorne, wo die ganzen komischen super schnell respawn Viecher noch dazu kommen. Dann warte ich lieber hier 2 Minuten, bis ein neues Viech aufgetaucht ist. Ja, wie gesagt, der hält ein bisschen mehr aus. Meine Klingen bräuchte vielleicht nochmal irgendwann ein Upgrade. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Denn die Klingen, zeige ich mal ganz kurz, die kann man sockeln. Nämlich mit dreien. Luna-Juwelen. Jetzt gucken wir mal. Luna-Juwel. So, gibt's hier. Ist Kunsthandwerk. Und dann kann man hier so Sachen machen wie zum Beispiel starker Schlag. Ansonsten Kram. Man sieht, steht dann drauf, was es macht. Dafür brauchen wir allerdings dann 10 Feuer-Lunarit. Und ich habe ein paar Lunarit-Dinger, aber leider nicht die. Das sind nämlich diese Krümelchen hier. Ja, sind sie nicht. Das sind Partikel. Verdammt. Sah genauso aus. Haben wir nichts gesagt. Mal sortieren wieder hier. Furchtbar. Ach, der ist auch ein Schrottsortierer dran. Ja, ja, komm. Hab ihn. Ja, das ist 32er wahrscheinlich. Was der hier will, weiß ich auch nicht. Und dann frage ich mich gerade, wie man Wölfchen jemand levelt, weil mittlerweile ist ja nicht eine einzige Stufe hoch gegangen. Mal anklicken, sieht man das eigentlich? Nee, sieht man nicht. Das wäre natürlich auch ganz cool. Ich brauche schon wieder einen Buff. Er geht immer weg, wenn er weggespawnt wird oder weggeschickt wird. Auch ein bisschen nervig, dass er es nicht behält, aber ist halt so. Ansonsten hat Trial noch ganz viel zu tun. Server wurden uns aufgebaut, sind mehr dazu gekommen, aber es gibt immer noch keine Flächen für weitere Häuser. Alle sind voll, egal wo hingeht. Es ist halt voll. Wenn man eine Queue hat als Patron, im Übrigen bin ich Patron, aber doch keiner. Das ist dieser Bug. Da hat Trial auch einiges nachzubessern. Ich bin insgesamt ziemlich stinkig auf Trial. Ich meine, sie geben sich Mühe, sie sind dran. Aber es ist so unterschätzt worden, dieser ganze Kram mit den ganzen Anmeldungen etc. Da hätten sie viel. Die hätten alles berechnen können. Bis ins kleinste Detail. Die haben auch Erfahrung. Die haben die Defiance rausgebracht, da gab es Queues. Die haben davor Rift rausgebracht, das hatte riesige Queues. Das übrigens Rift ist deutlich besser gestartet als dieses Spiel. Andererseits hängt es ja auch immer daran, je nachdem wie, ich sag mal, wie die Technik des Spiels mit dran hängt. Also wie viel der Publisher, nicht der Publisher, der Developer reingibt. Und in Fällen von Rift, was ja glaube ich selber produziert war und Defiance mit den Amerikanern, war es halt ein bisschen einfacher. Ich denke mal, hier ist mehr so das Asiatenproblem wieder mit dem, naja, ne? Time Difference und ich möchte es lieber so oder dies oder jenes. Weißer Teufel.
Dennoch bin ich nicht hundertprozentig happy mit der ganzen Geschichte. Ich möchte abends auch gerne mal zocken, nicht immer nur tagsüber. Momentan kann ich das am Wochenende eigentlich ganz gut. Merkt man da gerade auch, das ist, oder merkt man nicht. Jetzt bin ich gerade am Samstag angekommen und dachte, ich daddel mal wieder ein bisschen. Vor allem auch deswegen, weil ich halt auch ein bisschen was Let's Playen wollte, wie man gerade sieht. Und euch ein bisschen zeigen möchte, was so die Mittelstufen-Gegenden sind. Ja, und dementsprechend muss ich halt, ne, hier morgen spielen, statt abends. Und ich würde gerne abends spielen. Manchmal. Ich meine, WoW gibt es momentan nicht so viel zu tun und ja. Oh, Kistchen. Wahrscheinlich auch die Quest. So, ja, klar. Drei Stück. Ich muss drei Kisten mitnehmen. Na gut, nehme ich mal drei Kisten mit. Es gibt immer so Sonderquests, habe ich ja schon gesagt. Zum Beispiel hier, dieses der Plüschtiersammler. Das ist ein kleines Mädchen, das gerne ein Plüschtier hätte. Das habe ich jetzt noch nicht genau durchgelesen, was ich machen muss. Sammle grüner Plüschelch, lila Plüschelch und so weiter und so fort. Um damit aus einem leeren Sack einen Sack mit Plüschtieren herzustellen. Ich weiß nicht, wo es die gibt, die Dinger. Ich werde es wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann dann aufsuchen. Das wäre jetzt gerade noch zu viel. 5, 5, 5, 5, 5, besiege Amanda Banditen. Hier muss man irgendwie alles töten, habe ich so das Gefühl hier drin. Nervt mich auch ein bisschen, die 10 Jahre Tötungsfest mittlerweile. Aber es ist halt nur ein Combat-Spiel, ein WoW ist was anderes in der Richtung. Wenigstens geben sie sich hier Mühe, die Jungs. Naja, okay, das sind die Banditen. Gut, 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 alles gut. Was machen da? Ja. Ich komme noch nicht mal zum Craften, aber also prinzipiell ist es auch ganz cool, wenn morgens mal reingeht. Sehr früh morgens im Übrigen, damit meine ich irgendwie 5 Uhr, 4 Uhr morgens, um dann in Ruhe ein bisschen ja, Erz abbauen zu können. Am besten in den Anfangszonen, wie ich festgestellt habe. Gibt es ja auch Minen und so. Aber, oder Glücksgegen halt. Aber es lohnt sich nicht, es ist so voll schon morgens, dass alles das Gleiche machen und letzten Endes möchte ich eh leveln. Ich möchte erstmal auf die Max-Stufe kommen und mich dann ganz gemütlich um den ganzen anderen Kram kümmern. Warum das so ist, ich bin immer schon so gewesen. Im WoW ist es so, ich mache es nebenher. Das geht auch sehr gut, haben sie gut gemacht, die Jungs. Hier ist es eher so, nö, ich will eigentlich nur Max-Stufe werden, möchte die Zonen sehen, möchte sehen, was für Instanzen da sind, möchte sehen, was wir machen können. Bildersterne sammeln und dann vielleicht irgendwann Pirat werden. Das überlege ich mir noch, weil da bin ich nicht rot. Da brauche ich eigentlich eine Piraten-Crew. Das ist nicht ganz so einfach. So, ich muss die Zauberer eigentlich auch umnatzen. Ja, schauen wir mal. Sonst ist es, oh, Fresse drauf hauen. Ja, immer Fresse drauf. Nicht überlegen, erstmal hauen. Das ist wie jetzt, als der arme Afroamerikaner in Amerika getötet wurde. Nein, nicht den ihr jetzt denken solltet. Nein, es war jemand, der hat ein Cosplay nachgespielt. Ein Schwarzer quasi, ein Afroamerikaner. Schwarzer soll man nicht sagen, Entschuldigung. Und der ist halt in einem Cosplay-Kostüm mit einem unechten Katana rumgelaufen. In Utah. In Texas. So, der Rest kann man sich eigentlich denken. Einfach googeln. Also, es wurde berichtet. Der wurde erstmal direkt erschossen und dann befragt quasi. Sprich, das Schwert wurde angeguckt, als nicht echt gesehen und es kam halt raus, oh, ist ein Cosplayer. Tja, scheiße. Wer ist wieder nicht am Arsch? Derjenige, der ihn erschossen hat. Und daher muss ich ganz ehrlich sagen, mittlerweile, ich habe mich gestern, als ich unterwegs war von Stuttgart zurück nach Hamburg, mit einer Frau unterhalten, einer Älteren, die hat 35 Jahre, war mit einem Afrikaner verheiratet, hat 5 Kinder, dementsprechend auch Amerikaner, 2 davon sind in der Armee. Und einer davon ist auch mit einer Amerikanerin, dementsprechend auch aus der Armee verheiratet. Und die werden alle genauso erzogen, wie lustigerweise wie ich, und meine Weltanschauung und ganzen Kram, ist alles im Arsch, ist etc. pp, warum Leute scheiße sind, etc. etc. Aber auf jeden Fall kann ich hinaus jetzt. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Amerikaner als solche einfach dumm sind. Und das sind sie einfach. Sie sind dumm. Die werden aber auch so erzogen von den Medien etc. pp. Die Polizisten werden nicht gescheit ausgebildet, die werden einfach eingesetzt, vor allem in Texas. Ich meine, es gibt Ausnahmen, das weiß ich, aber es ist da wirklich eher wirklich die Regel, dass es eine Ausnahme ist. Ich meine, überleg mal, was in Deutschland ist. Viele Jugendliche oder auch Punker und KKG regen sich immer über die Bullen auf. Natürlich gibt es immer Arschlöcher, das ist durchaus klar. Aber wie viele Idioten laufen in Amerika gegenüber Deutschen rum? Und wie fungieren die Deutschen normalerweise? Überlegt mal. Die sprechen euch erst an. Die versuchen immer erstmal zu schlichten. Mir ist das englische Wort dafür nicht eingefallen, als ich eigentlich schreiben wollte. Während ich hier allen Leuten auch direkt auf die Fresse hauen kann in diesem Spiel, mache ich doch nicht mehr real nehmen, hallo? Das ist doch. Verstehe ich langsam nicht mehr. Wie kann man einfach einen Menschen vor allem den Rücken erstmal schießen und dann gucken, was eigentlich los ist? Der Mensch hat ja nicht mal Leute um sich rum. Der ist einfach nur gelaufen. Der ist am Wegesrand ganz normal mit dem, halt verkleidet mit einem unechten Katana, klar. Wir würden in Deutschland angehalten werden und würden angesprochen werden. Mich kotzt sowas tierisch an.
Ihr habt keine Vorstellung, wie mich das ankotzt. Warum mich das so ankotzt? Ich bin Laper. Ich dürfte als Laper wahrscheinlich in Amerika nicht immer auf die Straße gehen, ohne dass ich direkt über den Haufen geschossen werde. Deutscher wurde in Amerika auf dem Weg zu einem, wo ich mir hingehen würde, weil die Labs da echt zacken, Lab erschossen. Aber Kinderüberraschung ist natürlich gefährlich. Kinderüberraschung dürft ihr natürlich überhaupt nicht da hier kaufen, weil man könnte ja, Kleinkinder könnten sich ja dran verschlucken, weil die ja zu dumm sind, das hinzukriegen, beziehungsweise die Eltern sind wahrscheinlich einfach so dumm, darauf aufzupassen. Aber hey, Waffen, kein Problem. Es werden täglich Hunderttausende, übertrieben gesagt, Menschen dort erschossen. Ich könnte mich gerade, ich reg mich, boah, ey, Pulsader am Anschlag gerade. Und wisst ihr was? Das ist genau die Sache. Normalerweise könnte ich daraus einen ganzen Podcast machen. Wahrscheinlich sogar einen richtigen Podcast. So à la Le Floyd und Co. Aber ich reg mich ja lieber hier im Spiel auf dem Spiel nebenher. Das ist irgendwie viel cooler. Auch wenn wir so ein paar wenig Leute haben, die zugucken. Es wird vielleicht relativ wurscht. Hey, Jamie. Ne? So. Die da drüben ist euch wahrscheinlich verprügelt, oder? Die hier. Stark. Humanoid. Ich weiß es nicht, aber es sieht fast so aus. Ja, sieht auch so aus. Also dementsprechend, dann machen wir so. Randa, Miranda. Einmal Randa, Miranda. Einmal Ziel, Miranda. Stun, Miranda. Oh. Oh, das ist ganz schön übel hier. Komm. Oh. Ich hab's geschafft, alle drei, aber ganz knapp, du. Alle drei habe ich erledigt. Bin ich nicht gut. Muahahaha. Aber schon harter Tobak, ey. Hey. Ich hätte vielleicht noch ein paar Buffs vorher essen sollen. Aber durch mein Wölfchen hab ich's geschafft, letzten Endes. So, die Straßenschlampe da hinten. Gut, und dann essen wir noch was. Und dann essen wir noch was. Und dann gucken wir mal die 7 da unten. 6, 7, sprich mit. Gieße den gefährlichen Schleim in nur seltsamer Teekanne. Das ist ja lecker. Na gut, dann fliegen wir mal kurz runter. Geht mir schneller. Hündchen sollte ich mal kurz wegmachen. So, sonst ist er nämlich gleich tot. Das ist auch sehr lecker, so ein Tee. Ich muss dann wieder hochreiten gleich, aber das passt schon. Oh ja, das wird hoch. Geronimo. Wey! Ist überlebt. So, wo soll ich das eingießen? Hier irgendwo, in irgendeine Teekanne. Teekanne für Teekenner. Schleim. Die neue Geschmacksrichtung. Achso, hier, Platte mit... auch sehr geil, im Übrigen, meine Plattenteile werden immer rostiger, keine Ahnung. Aber angeblich sollen sie besser werden. Helm der Königlichen, bla bla bla. Geil. Direkt eine komplette Ausrüstung. Njam. 4, das sind hier drin. Miau. Ach, hier ist die Teekanne. Seltsame Teekanne. Oh, das heißt nichts Gutes eigentlich. Geheimnisvollen Duft erschaffen. Riecht da fantastisch. Muss weg. So. Ja, da hinten ist dann nochmal zu abgeben und dann rufe ich nochmal meinen Mount nebenher, das kann man ein bisschen leveln. Ach, die GMs sind jetzt unterwegs, im Übrigen abends zumindest, ich denke mal jetzt momentan nicht, Leute rauszukicken, die rumeideln und damit ihre Pets leveln. Weil man kann ja rumstehen und nichts tun quasi. Das hätte ich vielleicht auch mal noch machen sollen in der Zeit. Toll. Ich muss ja auch mal irgendwas machen auf der 1 hier. Wende an einem Schauspieler an. Irgendein Schauspieler? Hauptdarsteller, hier, das ist geil. Guck mal, Ode de Meuf. Ode de Meuf. Du bist ein Hauptdarsteller. Naja, nämlich. Schauspielschüler, vielleicht bei denen. Zu weit entfernt. Hier. Guck mal. Und? Was passiert? Ja, Energie. Ich habe mich nicht so gut seit Jahren nicht gefühlt. So was hätte ich auch gerne mal, wenn ich hier arbeiten gehe. Das nennt sich Kaffee im Übrigen. So, Päuschen, weil 19 Minuten. Ich mache nie so richtig lange. Wird es sonst langweilig. Bis demnächst.